Ho, ho, ho! Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Weihnachten in Griechenland, unser erstes Weihnachten ohne Familie und unser erstes Weihnachten am Strand. Das wird spannend und aufregend, denn wir haben große Missionen vor. Genau. Und unbedingt unseren Kanal abonnieren. Damit hilfst du uns, nächstes Jahr noch weiter zu wachsen, noch viel mehr Spaß mit diesem YouTube zu haben. Aber jetzt zeigen wir dir erstmal, wie wir Weihnachten am Strand in Griechenland feiern. Das ist unsere Weihnachtscrew. Ja, yeah, wir sind die fleißigen Wichtel. Franzi und Thorsten von Wohnmobile Freiheit und wir feiern zusammen Weihnachten und rocken heute Abend hier ums Weihnachtsfeuer und essen Fondue. Aber bevor das geht, zeigen den Platz mal, wie man so feiert. Oder? Genau, zeigen den Platz hier, wie man feiert. Aber wir müssen uns dieses Weihnachten streng verdienen. Wir müssen nämlich ganz viel Holz hacken, damit es heute Abend warm wird. Und das machen wir jetzt mal. Es gibt in Griechenland ganz andere Weihnachtsbräuche als bei uns. Einer ist unter anderem, dass man sich so ein Brot kauft. Es ist irgendwie für Silvester und wir haben ja am Dreikönigstag den Dreikönigskuchen in der Schweiz und hier ist das anders. Wir haben den mit Thorsten und Franzi geteilt, wir haben die 20 gekriegt und sie die 24 und irgendwo da drin sollte eine Münze versteckt sein. Und wer die hat, der hat dann sehr viel Glück und darum esse ich jetzt mal den Kuchen auf. Ich weiß, man soll nicht mit vollem Mund sprechen, aber ich habe echt die Münze. Juhu! Dezember und ich war noch nie an diesem Tag im Meer baden. Das muss heute geändert werden. Weihnachtsbaden am 25. Dezember. Der erste Weihnachtsfeiertag ging bei uns über die Bühne wie der Tag vorher mit Holzhacken und Wikinger-Schachspielen. Aber Franzi hat sich dazu bereit erklärt, dir jetzt eine Weihnachtsgeschichte vorzulesen. Also viel Spaß! Warum das schwarze Schaf Sami in der Krippe blieb? Eine Weihnachtsgeschichte. Diese Weihnachtsgeschichte kennt kaum jemand. Und das hat seinen Grund. Schwarze Schafe sieht man nachts nämlich schlecht und in einem dunklen Stall schon gar nicht. Doch das kann manchmal richtig nützlich sein. Die Hirten auf dem weiten Feld von Bethlehem mochten Sami das schwarze Schaf nicht gern. Obwohl Sami das einzigste und somit eigentlich etwas Besonderes war. Schwarze Schafe brauchte keiner. Schwarze Wolle brachte keinen guten Preis, weil man sie schlecht färben konnte. Die weißen Schafe hingegen hegten und pflegten die Hirten. Deren Wolle konnte man nach Belieben einfärben. Rot, gelb, blau, wie es eben gerade Mode war. Das kam gut an bei den Leuten und brachte den Hirten Geld ein. Schwarze Wolle blieb schwarz. Da war nicht viel zu machen. Und so musste sich Sami einiges gefallen lassen. Nicht nur die Hirten ließen es meistens links liegen und tobten ihre schlechte Laune an ihm aus. Auch die weißen Schafe waren nicht besonders nett zu ihm. Sie blökten schlecht über Sami,
traten ihm unauffällig gegen seine dünnen Beine, schubsten ihn vom Futtertrog oder von den Ställen mit dem fetten Gras weg und erzählten ihren Jungen, dass es die Bosheit wäre, die ein Schaf schwarz werden lässt. Oder die Dummheit. So blieb Sami ein Einzelgänger. Und noch dazu ziemlich dünn. Das war nun wiederum sein Glück, denn sonst wäre er längst beim Metzger gelandet. Aber nicht einmal dazu taugt es, schimpfte der älteste Hirte vor sich hin. An jenem Abend, als ihnen der Engel erschien, schliefen die meisten bereits. Doch diese Geschichte kennt wohl jeder. Was nicht allen bekannt ist, Sami war auch dabei. Als sie hörten, das Kind im Stall und seine Eltern besuchten und Geschenke brachten. Auch weiße, weiche Wolle. Sami war neugierig, hatte aber Angst, die Hirten und andere Schafe würden ihn nicht nach vorne lassen. So drückte er sich zwischen Josef, dem Ochsen und dem Esel vorbei in eine Ecke des Stalls. Von dort konnte er alles ganz genau beobachten. Vor allem das Christkind. Und einmal blinzelte es ihm sogar zu. Sami war selig. Irgendwann wurde Maria das Getümmel der Schafe und Hirten zu bunt. Das Kind braucht dringend Schlaf und sie selbst vielleicht noch viel mehr nach all den Strapazen. Außerdem wollten die drei Könige ja auch noch kommen. Also schmiss Maria kurzerhand alle Gäste, Menschen und Schafe aus dem Stall. Sie schloss die Tür, stillte das Baby, legte es in die Krippe, kuschelte sich an Josef, löschte dessen Laterne aus und schlief ein. Aber der Sami hatte Maria einfach übersehen. Er war ja schwarz und im Stall war es trotz Laterne ziemlich duster. In der Ecke, in der Sami kauerte, erst recht. Als auch Ochs und Esel leise schnarchten, pirschte sich Sami leise bis an die Futterkrippe vor, in der das Christkind lag. Sacht stupste Sami das Baby mit seiner warmen, feuchten Nase an. Es war noch wach und schmiegte sich an Samis flauschigen Kopf. Die kleinen Hände griffen in das weiche Fell. Sami traute sich kaum zu bewegen. So hielt er das Kind mit seinem Atem und mit seiner warmen Wolle kuschelig warm bis zum Morgen. Und weil Jesus sich auf Anhieb mit dem kleinen Schaf so gut verstand, schlossen ihn auch Maria und Josef schnell ins Herz. Sami durfte bleiben. Er stand ab jetzt neben Ochs und Esel im Stall. Von da an hatte das Christkind ein Herz für schwarze Schafe. Denn oft sind die gerade ja die nettesten. Ende. Wir haben uns entschieden, weiterzufahren. Noch über eine Woche hier. Genau. Es war wunderschön, um Weihnachten zu feiern, aber es war ja langweilig, Silvester auch hier zu feiern. Also haben wir gedacht, machen wir eine kleine Verschiebung. Und fahren jetzt noch so ein paar schöne Sachen an, nehm dich mit. Wenn du uns schon länger verfolgst, weißt du vielleicht, bei unserem alten Intro war da immer so ein Tor. Und ich habe immer so gewunken. Und das da ist hier entstanden vor 2 Jahren im Sommer. Einige Theorien besagen, dass dieses Loch durch einen Meteoriteneinschlag entstanden ist. Dem ist aber nicht so. Früher waren da ganz viele kleine Karsthöhlen und die sind eingestürzt und haben eben dieses Loch verursacht. Es ist 80 Meter tief und hat einen Durchmesser von 120 Metern. Came straight through the dirt, my sleeves pulled up, my head held high. No
shirt, no shoes, but a beating heart, and I made sure that my tongue was tied. Try to shut up and just put up with all the lies they told. Guess this is what it's like when you grow up. I'm feeling old. Some say it's normal when you get formal. Griechenland hat eine mega coole Überraschung für uns bereit. Eine heiße Quelle. Genau, weil wir sind ja absolute Wellness-Freaks und sind hier gestern Abend angekommen. Natürlich mit den Taschenlampen noch reingesprungen. Das Wasser ist knapp 40 Grad. Mega cool. Jetzt sieht man ein bisschen mehr und das zeigen wir dir natürlich. Wir gehen jetzt baden. Voll, geht's super. So. Gut. Wie du siehst, wir haben den Stellplatz gewechselt. Wir sind nämlich auf dem zweiten Fuß unterhalb dieses Fußes von Thessaloniki gefahren. War eine ganz schön anstrengende Reise. Bis in die Nacht hinein. Genau. Und es ist der zweitletzte Tag des Jahres 2023 und wir haben sehr viel gemeinsam erreist dieses Jahr. Und finde es cool, jetzt auch so mal sagen zu können, was für Neujahrsvorsätze wir haben. Vielleicht inspiriert dich das ja auch dazu, deine umzusetzen dieses Jahr. Die große Frage, wer beginnt? Du, immer der Frage. Immer der Frage, ja. Von links nach rechts. Ja, meine Neujahrsvorsätze. Ich will wirklich mehr von diesem Vanlife erleben. Ich will mehr von diesen Farben sehen, die die Welt für uns alle bereit hat. Ich glaube, ich bin angekommen im Vanlife und fürs 2024 will ich persönlich richtig tief eintauchen. Schön gesagt. Wie? Dann bin ich dran. Ja. Ich möchte gerne mehr Menschen dazu inspirieren, vielleicht auch mal länger mit dem Van unterwegs zu sein und die Welt oder eben Europa zu entdecken. Und ich hoffe, dass wir dir mit diesem Kanal Pat & Sim hier den Ansporn geben, auch mal einfach loszufahren. Oh. Auch nicht schlecht. Ja, auch gut. Ich bin da ein bisschen harmloser. Ich schließe mich dem Simon auf jeden Fall an. Das Jahr 24 soll so ein richtig tolles Vanlife-Jahr werden. Und was ich auf jeden Fall erreichen möchte, dass ich noch mehr Toleranz habe. Das, was man sieht, ist teilweise gefühlsmäßig auch nicht ganz so einfach zu verdauen, zum Beispiel mit den Straßenhunden. Ich habe da meinen eigenen Weg gefunden, ich fütter die, mehr kann ich nicht tun, aber ich denke, Toleranz ist wichtig. Ja, ja. Cool. Klingt hervor. Ja. Ja. Und du? Toleranz ist gut, aber ich möchte YouTube-Star werden. Noch mehr Menschen werden inspiriert. Genau, um euch zu inspirieren, weil wir beide hatten uns eine Vergangenheit, bevor wir in den Van gezogen sind, viele Videos angeschaut, viele Videos von Vanlife, viele Reisevideos. Und das hat uns so inspiriert. Und das möchten wir einfach durch unseren Kanal Wohnmobile Freiheit zurückgeben. Ja. Ja gut, dann heißt das für mich, ich setze mich jetzt hinter den Computer. Patricia auch, die macht die ganze Facebook-Arbeit. Und dann unbedingt Wohnmobile Freiheit folgen und unsere Abenteuer auf jeden Fall im Jahr 2024 weiterverfolgen. Schön, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.